Grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Planet Firework und herzlich willkommen zur Silvester und Tour Serie 2018. Leute, seid ihr gierig oder was? Ja! Jetzt auch mal nach The Hawk Fireworks einen schönen langen Knallteppich. Gibt es auch noch mal von mir einen kleinen. Ah, war lecker. Ja, cool. Aber einen kleinen gibt es noch. Hier habe ich ja noch einen vorbereitet. Kurz und knackig, so muss das sein. Und schön rumsig. Leute, geil. Guckt euch mal an, wie das aussieht hier. Oh, ist das schön. Trackerkette, 10 Meter. Voller Alter, die brummsen richtig. Und die freuen sich. Das ist das Heftige. Ja, ne? Das merkt man richtig im Gesicht auch, ne? Aber geil. So, meine beiden Brüder haben gerade die fette Elke entdeckt und machen sich über das Design lustig. Kennt ihr bestimmt. Total geil, ey, Alter. Was willst du jetzt machen? Ja, na, das schicke ich jetzt meiner Freundin und sage, das ist sie, ne? Nicht schlecht. Die sind gut, ne? Die sind besser als die D-Böller. Aber pass auf deine Pfoten auf. Holla, Alter. Da gab gerade richtig wie hier eine Fresse. Was ist das denn? Was? Was ist das denn? Ist das ein Bumbabeller? Nee, das war der Zaunjucker. Wie sieht der aus? Also ein roter ist das. Großer? Ja. Die drücken ganz schön. Na, so ein bisschen lauter wie ein China-Böller, ne? Ja, also mal Schwarzpulver. Früher war ein China-Böller besser, vor ja. 20 Jahren. Ja, das stimmt. So, Leute, ich habe mir gedacht, jetzt gibt's mal richtig was aufs Gesicht. Ne, das muss schön flattern, das muss klatschen, das wisst ihr ja. Funkenfinale 1, aktuelle Produktion. Ein schönes Design, schaut euch das mal an. Ich hoffe, da kommt jetzt auch ordentlich Gewitter raus. Mal gucken. Geil, ne? So, und jetzt, wie versprochen, die Funkenfinale. Jetzt gibt auf die Inni. Es gibt auf die Glocke. Ist er laut? Ja. Scheine. Die geht. Habe ich mir aber ein bisschen lauter vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, das wäre eine coole Batterie. Ist nicht schlecht, ne? Habe ich mir aber lauter vorgestellt. Ja, aber. Habe ich vom Funke mehr erwartet. Aber dafür hat die mehr. Ich meine, wir sind auch schon zu anspruchsvoll. Aber dafür haben die mehr hier schön Sprüh drin. Ja, na, so Crackling auf jeden Fall, ne? Mike, wie fandst du die? So? Ja, die war sehr geschmackvoll. Funke, du musst aber ein bisschen mehr Druck reinhauen. Das ist, weil schau mal, Gau haut dir richtig weg hier aufs Maul, ne? So, und da musst du ein bisschen nachziehen. Mehr BKS-i, ja? Ja. Filet. BKS-er, Maltanjana, Bralnjescha. So, Leute, jetzt mal eine Flater. Mal gucken, von Nestlé. Saugeil, die Teile. Saugeil. Jetzt mal ein paar Vögel von Explode. Die Crackling Birds. Genau, die Crackling Birds sind das. Und da versuchen wir mal jetzt alle gleichzeitig hochgehen zu lassen. So, jetzt sind wir hier. Jetzt positionieren wir uns hier mit 6 Mann und dann schauen wir mal, ob das was wird. Oh, diese tollen Lola, ey.
Krass, ey. Geil, wie sie alle stehen hier. Aufschnitzel, fertig und los. Hat nicht ganz geklappt. Ja, manchmal streiten die Gasbrenner. Wollen wir es nochmal probieren? Auf die Plätze. Fertig und los. Jetzt haben wir alle sechs an. Geil, das sieht total cool aus. Jetzt mal Leute von Cedar 4, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, scheint eine spanische Firma zu sein. Hurricanes, Three Hurricanes heißt das, oder der Artikel. Testen wir mal einfach ein und gucken, ob die Teile was drauf haben. Was? Das ist gut. Nee, die sind hier aus Deutschland. Ja, genau. Ja, selben Effekt. Also wie Zirkelblitze, sagt mein Kumpel hier auch gerade. Geil, die Teile. Und das für den legalen F2-Markt. Super. So, der Matthias ist auch ein aufmerksamer Zuschauer. Der findet jetzt eine schöne Ring Rockets von Nico. Die sind besser als ich 20 habe. Schönes Ding, ja. Ja, hier ist schön Alarm, Leute. Und der Matthias hat auch ganz viel Spaß. Schaut mal, die tolle Lola hat er mit dabei. Aber diese starten wie ein Düsenjet. Teilweise sieht man die auch schön langsam hochgehen, ne? Ja, mach mal. Seitlich sind Schuhe. Das macht es hier Russland. Auch schon hochgeflogen. Ja, man sieht bloß das Gold nicht, ne? Das muss man dann halt im Dunkeln nennen. Ne? Hauptsache dröhnen. Ja, ne? Hauptsache dröhnen, ja, das ist richtig. Du bist gierig, ne? Ja. Kaufst du jedes Jahr Feuerwerk? Was mache ich? Kaufst du jedes Jahr Feuerwerk? Ja, natürlich. Dafür bin ich viel zu gierig, dass ich das nicht machen möchte. Gehen schön hoch, das sind tolle Raketen da. Man sieht den Treiber. So Leute, jetzt testen wir mal die Hammer Strong Original Single Shots von Gao. Ne? Wie viele Gramm Nem haben die? 100 Gramm, da könnt ihr es sehen. Da. Ne? Mit den Dumbum ist zwar F3, der Vergleich ist zwar jetzt nicht ganz so fair, möchte man meinen, aber die Teile sollen es ja auch ordentlich in sich haben. F2 versus F3 ist mal ganz entspannt und für euch bestimmt interessant zu sehen, welcher laut das und welcher er ja auch ist. Gut, testen wir mal direkt. Wir fangen mal an mit den, ja, nehmen wir mal die Hammer. Die sind echt geil, die sind schön plötzlich. Ich fand die auch gut. Und noch die zwei. Top die Rohre. Die sind wirklich top, Leute. Zwar ein bisschen teuer mit 10 Euro, aber richtig geil. Und jetzt gucken wir uns mal die Dumbum an. Machen wir auch zwei Stück von.
So, so sieht es rum aus. Ne? Könnt ihr euch mal anschauen. No? Können wir gleich mal direkt. Ich glaube, die nehmen sich von der Größe her gar nichts. Nee. Schaut mal, die sind identisch. Ich glaube aber, dass die F3-Dinger von Dumbum, dass die Feuertopf haben. So, Leute. Nummer 1. Also jetzt kann ich schon sagen, dass die Hammerbombenrohre lauter sind. Also mein Fazit, Leute, das ist krass. Das eine ist F3 und ist leiser als das, was von F2 kommt. Also die Hammerrohre haben, ich sag mal so, mit 40% obendrauf gewonnen.